Dank an euch alle für euer Kommen hier. Ich möchte einige Bemerkungen dem vorwegschicken. Zunächst einmal, als ich mir hier meine Notizen noch einmal durchgesehen habe, ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich für euch noch neu ist. Also ich nehme an, ein großer Teil von euch hat sich bereits mit Marx beschäftigt, mit der Kritik der politischen Ökonomie. Ich werde mich ziemlich nah an den Marx-Texten selber halten, werde auch ausführlich Marx zitieren. Und insofern sollte euch, das möchte ich vorwegschicken als kleine Warnung, sollte schon sehr viel hier bekannt sein. Vielleicht ist das nur wieder eine neue Auffrischung, worauf das Marx'sche Emanzipationskonzept hinausläuft. Das Zweite, was ich vorwegschicken möchte, das geht bereits ins Inhaltliche. Ich werde mich hier bei meiner Deutung des Marx'schen Emanzipationsbegriffs primär, nicht nur primär, sondern fast ausschließlich orientieren an den Schriften, die nach 1857 entstanden sind. Ich werde mich nicht gesondert mit den Frühschriften auseinandersetzen, ganz einfach auch deshalb, weil dann würde das eine ganz eigenständige Diskussion annehmen dazu, ihr wisst ja aus der Rezeptionsgeschichte, das ist ein ganz umstrittener Knackpunkt der Auseinandersetzung mit Marx, wie die Frühschriften, in welchem Verhältnis die Frühschriften zu den Texten zur Kritik der politischen Ökonomie ab 1857 stehen. Also darauf werde ich hier nicht eingehen, sondern ich beschäftige mich speziell mit den Texten ab den Grundrissen und später dann den Manuskripten zum Kapital. Okay, die letzte Bemerkung, die ich voranschicken werde, ist natürlich die, das Marx'sche Werk steht natürlich ganz unterschiedlichen Lesarten offen. Also ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass hier subjektive Bezugspunkte und subjektive Kriterien meiner Marx-Lesart hier in das, was ich vorstellen werde, mit eingeflossen sind. Also daraus möchte ich keinen Hehl machen. Ich möchte auch nicht irgendwie andeuten oder suggerieren, dass die Art und Weise, wie ich Marx und Marx-Emanzipationstheorie verstehe, dass das die einzig mögliche Lesart ist. Also darauf kommt es mir nicht an, sondern mir ist es bewusst, dass das, sagen wir es mal, etwas defensiver, dass das eine mögliche Lesart, zumindest eine mögliche Lesart ist. Okay, also Emanzipation, was kann dieser Begriff vor dem Hintergrund der Kritik der politischen Ökonomie bedeuten? Kurz vor seinem Tod sagte Marx selbst, dass er, Zitat, niemals ein sozialistisches System aufgestellt habe. Bekanntlich ist weder eine Revolutionstheorie noch die Konzeption einer sozialistischen Gesellschaft der primäre Gegenstand der Marx'schen Forschung und Darstellung im Rahmen seiner ab 1857 verfassten systematischen Ökonomiekritik. Stattdessen geht es ihm dort darum, den inneren Zusammenhang der ökonomischen Kategorien und Verhältnisse innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems darzulegen und die ökonomischen Bewegungsgesetze der modernen kapitalistischen Gesellschaft zu enthüllen. Im Rahmen der Kritik der politischen Ökonomie ist der Emanzipationsdiskurs von Marx tatsächlich nur in fragmentarischer Gestalt aufzufinden. Dennoch kann eine zumindest skizzenhafte Annäherung an eine mögliche Inhaltsbestimmung geleistet werden. So viel kann jetzt schon vorweggenommen werden. Im Zentrum des Marx'schen Emanzipationskonzepts steht das Individuum nicht als Vereinzeltes, sondern als jeweils in historisch-gesellschaftliche Beziehungen eingebundenes und sein Entfaltungspotenzial. Rezeptionsgeschichtlich ließ jedoch ein Großteil der späteren Epigonen von Marx diesen entscheidenden Kerngehalt seiner Lehre verblassen. Zunächst kann ex negativo darauf hingewiesen werden, dass die von Marx erarbeitete, wenn auch fragmentarisch gebliebene Sozialismuskonzeption keinesfalls auf eine neue Lösung der gesellschaftlichen Verteilungsfrage zu reduzieren ist. Aus der Kritik des Gothaer Programms ergibt sich, dass der Hauptakzent seines emanzipatorischen Denkens nicht hier liegt. Marx kritisiert,
ich zitiere, der Vulgärsozialismus und von ihm wieder ein Teil der Demokratie hat es von den bürgerlichen Ökonomen übernommen, die Distribution als von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten und zu behandeln, daher den Sozialismus hauptsächlich als um die Distribution sich drehend darzustellen. Zitat Ende. Davon grenzt Marx sich ab. Der Begriff Kommunismus oder kommunistische Gesellschaft sollte im Anschluss an Marx daher keineswegs primär über bestimmte Distributionsprinzipien definiert werden. Man könnte ergänzen, hier gibt es also auch schon einen Unterschied zum Beispiel zu Lenin, zu Staat und Revolution, ne, für den das ein ganz klares Differenzierungskriterium von, was er einerseits sozialistische, andererseits als kommunistische Gesellschaft bezeichnet. Im Kapital, das sage ich nur als Fußnote, heißt es mit Blick auf die Distributionsverhältnisse, die Art und Weise der Verteilung von Konsumptionsmitteln, Zitat, wird wechseln mit der besonderen Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Also das ist deutlich weniger präzise ausformuliert als in der Kritik des Gothaer Programms. Man kann jetzt darüber streiten natürlich, meiner Ansicht nach, liegen natürlich den Distributionsverhältnissen in der sozialistischen Gesellschaft auch, also nicht nur ökonomische, sondern auch normative Prinzipien zugrunde. Der Thomas Hodgkin, einer der frühen, ich nenne ihn jetzt mal Sozialisten, obwohl das nicht ganz präzise ist, oder einer der frühen Antikapitalisten, hat gesagt, letztendlich sollte man sich vor dem Untergang der kapitalistischen Gesellschaft über die Frage der Distributionsprinzipien in der auf den Kapitalismus folgenden Gesellschaft keine großen Gedanken machen, sondern das werden die unmittelbaren Produzenten bei ihrer Neugestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse dann schon selbst am besten lösen können. Okay. Wie könnte eine positive Emanzipationsperspektive im Anschluss an die Kritik der politischen Ökonomie dann aussehen, wenn man also diese Frage der Distributionsverhältnisse ein Stück weit hintanstellen sollte? Bei dieser Frage können nicht zuletzt die Grundrisse in den Blick genommen werden. Dort benennt Marx mit der freien Individualität einen zentralen Aspekt der sozialistischen Gesellschaft. Zitat: Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens. Zitat Ende. Marx macht an einer späteren Textstelle in diesem posthum veröffentlichten Manuskript deutlich, dass nicht, Zitat, die Individuen freigesetzt sind in der freien Konkurrenz, sondern das Kapital ist freigesetzt. Zitat Ende. Die Art von individueller Freiheit, die im Kontext der freien Konkurrenz in der bürgerlichen Gesellschaft herrscht, wird von Marx in Zusammenhang gebracht mit, Zitat, einer völligen Aufhebung aller individuellen Freiheit und einer Unterjochung der Individualität unter gesellschaftliche Bedingungen, die die Form von sachlichen Mächten, ja von übermächtigen Sachen, von den sich beziehenden Individuen selbst unabhängigen Sachen annehmen. Zitat Ende. Der einfachen Zirkulation und den ihr angehörigen wechselseitigen Verhältnissen der Warenbesitzer ordnet Marx in der Tat den Aspekt einer, wenn auch beschränkten und im bürgerlichen Horizont verbleibenden Freiheit und Gleichheit dieser Warenbesitzer zu. Wohlwissend aber, dass die einfache Zirkulation nur eine abstrakte Teilsphäre innerhalb der Totalität der kapitalistischen Produktionsweise ist, in einer Produktionsweise also, für welche wiederum entwickeltere Produktionsbeziehungen konstitutiv sind, die ihrerseits, ich zitiere wieder Marx, mit der Freiheit und Unabhängigkeit der Individuen kollidieren. Zitat Ende. Gemäß Marx sind Freiheit und Autonomie für das Individuum im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft nur ganz begrenzt zu haben. Telos der kapitalistischen Ökonomie ist die selbstzweckhafte größtmögliche Akkumulation des Kapitals, die so weit wie nur möglich gesteigerte Produktion von Mehrwert. Dabei droht die kapitalistische Produktion, ich zitiere Marx, die Springquellen alles Reichtums, die Natur und das arbeitende menschliche Individuum nachhaltig zu schädigen.
Marx führt aus, dass in der kapitalistischen Produktionsweise, Zitat, der Arbeiter für die Verwertungsbedürfnisse vorhandener Werte statt umgekehrt der gegenständliche Reichtum für die Entwicklungsbedürfnisse des Arbeiters da ist. Zitat Ende. Der Autor des Kapital benennt im Gegensatz zur kapitalistischen Produktion die, Zitat, volle und freie Entwicklung jedes Individuums als Grundprinzip der sozialistischen Gesellschaft. Im Zentrum der Überlegungen von Marx steht somit eine Befreiung des Individuums, die jedoch nur mit einem kollektiven Befreiungsprozess im Zusammenhang mit einer fundamentalen Veränderung und Neugestaltung des gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozesses zusammenfallen kann. Es darf im Anschluss an Marx als ein Charakteristikum der kapitalistischen Produktionsweise gelten, dass der durch die Produktionsagenten selbst produzierte und reproduzierte gesellschaftliche Zusammenhang gerade einer gemeinschaftlichen bewussten Kontrolle und Gestaltung durch die Produktionsagenten entzogen ist und sich ihnen gegenüber in verselbstständigt eigendynamischer und rücksichtslos zwangsartiger Weise geltend macht. Die kapitalistische Produktionsweise funktioniert also nach eigendynamischen ökonomischen Bewegungsgesetzen, die sich dem Produzenten gegenüber in Form von unmittelbar unkontrollierbaren Sachzwängen durchsetzen. In der kapitalistischen Gesellschaft ist das Individuum auf eine spezifische Weise abhängig. Marx will auf die Aufhebung dieser spezifischen, den Kapitalismus charakterisierenden, sachlichen, das heißt nicht persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse hinaus, in denen sich die Individuen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft befinden. In den Grundrissen schreibt er, dass, Zitat, sachliche Abhängigkeitsverhältnis ist nichts als die den scheinbar unabhängigen Individuen selbstständig gegenübertretenden gesellschaftlichen Beziehungen, das heißt ihre ihnen selbst gegenüber verselbstständigten wechselseitigen Produktionsbeziehungen. Zitat Ende. Überdies muss die marxische Einsicht erwähnt werden, dass die ökonomischen Kategorien der kapitalistischen Produktionsweise einen Fetischcharakter tragen bzw. mit Mystifikationen behaftet sind und dass der innere Zusammenhang der ökonomischen Verhältnisse und Kategorien in der kapitalistischen Gesellschaft nicht unmittelbar transparent ist. Die auf den unterschiedlichen Ebenen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses anzutreffenden Fetischismen, Verkehrungen, Scheinformen und Mystifikationen fügen sich zu einem umfassenden, für die Produktionsagenten zumindest zunächst undurchdringbaren Selbstverrätselungszusammenhang der kapitalistischen Ökonomie zusammen. Die entsprechende Dechiffrierungsleistung bildet den spezifisch wissenschaftlichen Gehalt des marxischen Theorieprojekts. Was diese wissenschaftliche Leistung jedoch nicht ersetzen kann, ist die praktische Aufhebung der Fetischismen und Mystifikationen in eins mit der praktischen Aufhebung der diese verkehrten Erscheinungsformen hervorbringenden Produktionsverhältnisse. An Marx anknüpfend muss man die Emanzipation daher auch als die aktive Herstellung von neuartigen sozialen Verhältnissen im ökonomischen Lebensprozess der Gesellschaft begreifen. Die emanzipatorische Perspektive von Marx ist daher so aufzufassen, dass sich die assoziierten Individuen die gemeinschaftliche bewusste Kontrolle und die Fähigkeit der gemeinschaftlichen bewussten Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenhangs aneignen sollen, und zwar auf der Grundlage des herzustellenden Gemeineigentums an den Produktionsmitteln. In diesem Sinne könnte man das Bemeistern des gesellschaftlichen Produktionsprozesses interpretieren. Bekanntlich spricht Marx im Fetischkapitel des ersten Bandes umgekehrt von der noch nicht befreiten Gesellschaft als, Zitat, einer Gesellschaftsformation, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert. Zitat Ende. Marx erkennt darin eine Perspektive, dass in einer postkapitalistischen Gesellschaft die, ich zitiere, Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, das heißt des materiellen Produktionsprozesses, als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusster planmäßiger Kontrolle steht. Zitat Ende. In einem Brief an Ludwig Kugelmann aus dem Jahr 1868 bringt Marx einen wichtigen Gedanken auf den Punkt. Zitat, der Witz der bürgerlichen Gesellschaft besteht ja eben darin, dass a priori keine bewusste gesellschaftliche Regelung der Produktion stattfindet. Und im dritten Band des Kapitals, eine Stelle, die viele von euch kennen,
spricht Marx davon, wie innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, Zitat, die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, seine Konjunkturen, die Bewegung der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie und des Handels, die verschiedenen Epochen von Prosperity, Krise und so weiter, den Produktionsagenten als übermächtige, sie willenlos beherrschende Naturgesetze und blinde Notwendigkeiten erscheinen und sich als solche ihnen gegenüber geltend machen. Zitat Ende. Mit einer gemeinschaftlichen bewussten Kontrolle und Gestaltung des ökonomischen Lebensprozesses durch die assoziierten Individuen ist gewissermaßen die Alternative zum rücksichtslosen Herrschen dieser übermächtigen ökonomischen Sachzwänge benannt. Nach Marx ist also die durch Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise die Errichtung einer postkapitalistischen Gesellschaftsform möglich, in welcher der gesellschaftliche Zusammenhang nicht mehr dieser gemeinschaftlichen bewussten Kontrolle durch die Produktionsagenten entzogen ist und diesen in verselbstständigter Gestalt entgegentritt, sondern in der die Produktionsagenten den gesellschaftlichen Zusammenhang gemeinschaftlich und partizipatorisch bewusst gestalten. Dies soll auf der Grundlage unmittelbar vergesellschafteter Arbeit und des Gemeineigentums an Produktionsmitteln geschehen. Die gesellschaftliche Emanzipation impliziert zugleich die praktische Aufhebung der verkehrten Welt von Fetischisierung und Mystifikation gesellschaftlicher Verhältnisse im Zuge der Aufhebung eben dieser historisch-spezifischen Verhältnisse selbst. Die unmittelbare Durchschaubarkeit des durch diese Revolutionierung geschaffenen neuen gesellschaftlichen Zusammenhangs und der ihn charakterisierenden Produktionsbeziehungen ist im Kontext der gemeinschaftlichen bewussten Gestaltung dieses Zusammenhangs durch die assoziierten Individuen von essentieller Bedeutung. Für die bürgerliche Gesellschaft gilt, das atomistische Verhalten der Produzenten im gesellschaftlichen Produktionsprozess und, Zitat, die von ihrer Kontrolle und ihrem bewussten individuellen Tun unabhängige sachliche Gestalt ihrer eigenen Produktionsverhältnisse erscheint zunächst darin, dass die Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. Zitat Ende. In einer davon grundsätzlich verschiedenen Gesellschaftsform hingegen, in der die individuelle Arbeit des Einzelnen unmittelbar vergesellschaftete Arbeit ist, kann und muss der gesellschaftliche Zusammenhang der verschiedenen individuellen Arbeiten nicht mehr über den Austauschprozess von Waren hergestellt werden. Die Arbeitsprodukte haben die Warenform abgestreift. Was Marx im Sinn hat, ist ein Verein freier, mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeitender und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte unmittelbar als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgabender Menschen. Die historisch-spezifischen sozialen Formen Wert, Ware und Geld gehören einer Gesellschaftsformation an, in der die Arbeit des Einzelnen eben nicht unmittelbar, sondern nur in vermittelter Weise auch gesellschaftlich allgemeine Arbeit ist. Marx schreibt, innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Ebenso wenig erscheint hier die auf die Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Zitat Ende. Eine sozialistische Gesellschaft impliziert nach Marx die Nichtexistenz des Werts und damit der verschiedenen Wertformen wie Ware, Geld und so weiter. Der neue Vergesellschaftungsmodus der Arbeiten funktioniert nicht mehr über die Reproduktion dieser eigentümlichen sozialen Form. Ähnlich verhält es sich mit dem Kapital und dem Kapitalverhältnis. In den Grundrissen argumentiert Marx mit kritischem Blick, wenn gesagt wird, also von den Ökonomen, wenn gesagt wird, dass das Kapital angehäufte, realisierte Arbeit, eigentlich vergegenständigte Arbeit ist, die als Mittel zu neuer Arbeit, Produktion dient, so wird die einfache Materie des Kapitals betrachtet, abgesehen von der Formbestimmung, ohne die es nicht Kapital ist. Es heißt weiter nichts als Kapital ist Produktionsinstrument. Das ist also die marxische Kritik an der bürgerlichen Ökonomie. Die Dimension der Formbestimmung
beinhaltet nicht zuletzt auch den antagonistischen Charakter, mit dem behaftet das Produktionsinstrument in der kapitalistischen Gesellschaft dem unmittelbaren Produzenten entgegentritt. In der beschränkten Sicht der Ökonomen, so heißt es bei Marx, Zitat, ist das stoffliche Element des Kapitals verwachsen mit seiner sozialen Formbestimmung als Kapital, mit seinem antagonistischen Charakter als die Arbeit beherrschendes Produkt der Arbeit. Zitat Ende. Was die theoretische Erkenntnis von Marx, die kritisch auf die Dimension der spezifischen sozialen Formbestimmung abzielt, abermals nicht ersetzen kann, ist die praktische Aufhebung. Es gilt eben, jenen antagonistischen Charakter abzuschleifen, das heißt, die Kapitalform der Produktionsmittel zu beseitigen. Dies geht nur mit der Schaffung fundamental neuer gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse. Die ökonomischen Kategorien der kapitalistischen Produktionsweise besitzen für Marx einen strikt historischen, damit eben auch potenziell vergänglichen Charakter. Gerade die Historizität der die kapitalistische Ökonomie prägenden Kategorien und Verhältnisse wird von Marx reflektiert. An David Ricardo, den Zenit der bürgerlichen Ökonomie, kritisiert Marx neben vielen anderen Kritikpunkten nicht zuletzt auch, dass er, ich zitiere, die bürgerliche Form der Arbeit als die ewige Naturform der gesellschaftlichen Arbeit fasst. Zitat Ende. Aus einer viel zitierten Fußnote im Warenfetisch-Kapitel ergibt sich, dass die bürgerliche Produktionsweise für Marx eben keineswegs, Zitat, die ewige Naturform gesellschaftlicher Produktion ist. Von dem Moment an, so schreibt Marx im Manuskript 1871 bis 73, von dem Moment an, wo, Zitat, die bürgerliche Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- und Distributionsverhältnisse als geschichtliche erkannt sind, hört der Wahn auf, sie als Naturgesetze der Produktion zu betrachten und eröffnet sich die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, ökonomische Gesellschaftsformation, wozu sie nur den Übergang bildet. Zitat Ende. Im dritten Band des Kapital trifft Marx dann seine bekannte Unterscheidung eines außerhalb des ökonomischen Reproduktionsprozesses liegenden Warenreichs der Freiheit von einem Reich der Notwendigkeit. Marx bezieht sich zunächst auf die Sphäre des ökonomischen Reproduktionsprozesses, wenn er schreibt, die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diese ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, anstatt von ihm als einer blinden Macht beherrscht zu werden, ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Marx fährt fort. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck dient, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Für Marx ist in diesem Zusammenhang die Verkürzung der Arbeitszeit der unmittelbaren Produzenten von entscheidender Bedeutung. Es geht ihm um das, was er als Disposable Time bezeichnet, als freie Zeit zur Entwicklung für das Individuum. Ja, also ganz breiten Raum nimmt das ein, sowohl in den Grundrissen wie auch im Manuskript von 1861 bis 1863. Disposable Time ist vom Standpunkt des Individuums im Gegensatz zu fremdbestimmter Zeit frei verfügbar. Diese Disposable Time gilt es auszuweiten. Sie kann, so lässt sich eine Textstelle aus dem Kapital etwas freideuten, genutzt werden als, ich zitiere, Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung sozialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum Spiel, zum freien Spiel der physischen und geistigen Lebenskräfte. Zitat Ende. Marx hat zu zeigen versucht, dass in der kapitalistischen Produktionsweise der maßlos blinde Trieb des Kapitals zur größtmöglichen Einsaugung von Mehrarbeit herrscht. Es herrscht der expansive Drang des Kapitals, dem Prinzip seiner größtmöglichen Selbstverwertung alles andere unterzuordnen. Und sei es um den Preis einer, ich zitiere, Tortur der Überarbeit für die unmittelbaren Produzenten. Diese rücksichtslose Dynamik hängt,
Zitat, nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als ein äußerliches Zwangsgesetz geltend. Zitat Ende. Im Sozialismus soll ein anderes Prinzip herrschen als die größtmögliche Akkumulation des Kapitals. Hier steht die Entwicklung und Entfaltung des Individuums selbstzweckhaft im Mittelpunkt. Die Frage der freien Zeit erweist sich dabei als entscheidend. In den Grundrissen verweist Marx auf die freie Entwicklung der Individualitäten in der sozialistischen Gesellschaft. In letzterer stehe, Zitat, überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum an, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle frei gewordene Zeit und geschaffenen Mittel entspricht. Zitat Ende. Später kommt Marx abermals auf die Frage der freien Zeit zu sprechen. Abermals zitiere ich ihn, die Ersparung von Arbeitszeit gleich Vermehren der freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Individuums. Zitat Ende. Diese freie bzw. frei gewordene Zeit lässt Marx einerseits als Mußezeit, andererseits als Zeit für höhere Tätigkeit Zeit gelten. Zeit, ich zitiere ihn, ist der Raum zu menschlicher Entwicklung, formulierte Marx 1865 in einem Vortrag. Er fügt hinzu, ein Mensch, der nicht über freie Zeit verfügt, dessen ganze Lebenszeit, abgesehen von rein physischen Unterbrechungen, Schlaf, Mahlzeit und so weiter, von seiner Arbeit für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier. Zitat Ende. Zu ergänzen bleibt, dass das Reich der Notwendigkeit und das wahre Reich der Freiheit nach Marx zwar voneinander getrennt sind und dies auch bleiben müssen, dennoch aber in der befreiten Gesellschaft in zweifacher Hinsicht ihren antagonistischen Charakter bzw. ihren antagonistischen Kontext verlieren sollen. Erstens, den Grundrissen lässt sich entnehmen, dass die unmittelbare Arbeitszeit und die freie Zeit nicht im Verhältnis eines abstrakten Gegensatzes zueinander verbleiben sollen. Das mehr an freier Zeit als Mußezeit und Zeit für höhere Entwicklung gefasst, hat den Arbeitenden, ich zitiere Marx, in ein anderes Subjekt verwandelt. Und als dieses andere Subjekt tritt er dann in den unmittelbaren Produktionsprozess. Zitat Ende. Hier wirkt die Ausweitung der Disposable Time über das sich dadurch verändernde Subjekt den Menschen selbst auf den unmittelbaren Produktionsprozess zurück. Marx argumentierte dann 5 Jahre später, dass, Zitat, die Time of Labor eines Man, der zugleich der Man of Disposable Time ist, eine höhere Qualität besitzen muss als die des menschlichen Arbeitsziels. Und bei diesen Zuständen die Arbeitszeit selbst einen freieren Charakter erhalten kann. Zitat Ende. Zweitens sollen alle Menschen an dem mehr an Disposable Time teilhaben, anstatt wie bisher nur privilegierte Gesellschaftsklassen, deren Mußezeit einer Überarbeit anderer Gesellschaftsklassen gegenübersteht. Das, Zitat, Höchste, wozu es auf dem kapitalistischen Standpunkt gebracht wird, so kritisiert Marx die bürgerliche Beschränktheit, ist, Zitat, der Wunsch, den möglichst kleinsten Teil der Gesellschaft zur Sklaverei der Arbeit zu verdammen, das heißt, die gesamtgesellschaftliche Arbeitslast auf den Schultern einer immer kleineren Zahl von Menschen zu konzentrieren, wobei deren Zeit ganz in der materiellen Produktion absorbiert ist und deren Konsum daher bloßes Item der Produktionskosten bildet, bloße Bedingung dafür, als Lasttiere zu schuften. Zitat Ende. Also als universalistischer Emanzipationsdenker fordert Marx natürlich Disposable Time für alle Menschen. Eine Ausdehnung des wahren Reichs der Freiheit und die Verwirklichung der darin liegenden Möglichkeiten einer vollen und freien Selbstentfaltung der Individuen hat historisch den Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkraftentwicklung zur ermöglichenden Voraussetzung. Da das Kapital zu einer fortschreitenden Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte drängt, kann an diesem Punkt die emanzipationstheoretische Perspektive von Marx mit dem tatsächlichen Entwicklungsgang der kapitalistischen Produktion selbst vermittelt werden.
Jedoch ist offensichtlich, dass auf der Grundlage dieser Konstellation kein deterministisch-fortschrittsoptimistischer Automatismus der Befreiung konstruiert werden sollte. Es scheint in diesem Kontext nicht mehr und nicht weniger als die Möglichkeit einer Befreiungsperspektive auf. Dass es indes bei Marx tatsächlich Elemente eines deterministischen Geschichts- und Emanzipationsverständnisses gibt, stellt zweifellos einen Schwachpunkt seiner Theorie dar und muss aus heutiger Sicht kritisiert werden. So formulierte Marx, ich zitiere, die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf der Grundlage der Errungenschaften der kapitalistischen Ära, der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Das ist klar eine Sichtweise, die durchaus deterministische Züge trägt und auch fragwürdige historische Illusionen genährt hat. Und das ist ein Zitat, was keinesfalls isoliert steht im Marx'schen Werk. Also auch schon 1852 schreibt er hier, der Klassenkampf führt notwendig zur Diktatur des Proletariats. Im Kapital selbst spricht Marx von, Zitat, der unvermeidlichen Eroberung der politischen Gewalt durch die Arbeiterklasse. Denkt man nun den generellen Marx'schen Ansatz weiter, so erschließt sich, dass die Möglichkeit einer emanzipatorischen Überwindung des Kapitalismus in dessen eigener Entwicklungsdynamik keimhaft angelegt ist. Das ist allerdings etwas, was von diesen deterministischen Gehalten eindeutig unterschieden werden kann. Marx argumentierte, dass, Zitat, die zur Emanzipation des Proletariats notwendigen materiellen Bedingungen spontan hervorgebracht werden durch den Gang der kapitalistischen Produktion. Zitat Ende. Im Jahr 1857 in den Grundrissen verweist Marx auf einen für ihn wichtigen Punkt. Wenn, Zitat, wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und die ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Im ersten Band des Kapitals bezieht sich Marx auf etwas Ähnliches unter dem Begriff Bildungselemente einer neuen Gesellschaft. Es kann ergänzt werden, dass eine zentrale emanzipationstheoretische Aufgabe darin besteht, diese in der modernen kapitalistischen Gesellschaft keimhaft vorhandenen Elemente aufzufinden und für ein eventuelles Transformationsprojekt sichtbar zu machen. Denkt man die emanzipationstheoretische Perspektive von Marx weiter, so könnte sich erstens der bereits spezifisch gesellschaftliche Charakter des entwickelten kapitalistischen Produktionsprozesses als ein derartiger Keim einer möglichen sozialistischen Gesellschaft herausstellen. Marx spricht von der, ich zitiere, Verwandlung des tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsprinzip Betrieb beruhenden kapitalistischen Eigentums in gesellschaftliches. Zitat Ende. Zweitens forciert, wie bereits angedeutet, die kapitalistische Produktion in ihrer dynamischen Fortentwicklung eine Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, namentlich, Zitat Marx, eine riesenhafte Ausbildung der Technik, Zitat Ende. Damit ist keimhaft die Möglichkeit angelegt, in einer postkapitalistischen befreiten Gesellschaft die Arbeitszeit erheblich einzuschränken und das wahre Reich der Freiheit entsprechend auszudehnen, somit die Befähigung der Individuen, aller Individuen, zu freier und voller Selbstentfaltung zu vergrößern. Insofern es als Triebkraft für die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte wirkt, billigt Marx dem Kapital daher eine historisch progressive Funktion zu, zumindest bis zu dem Punkt, wo die weitere Entwicklung der Produktivkräfte, Zitat, an dem Kapital selbst eine Schranke findet. Zitat Ende.
Unter emanzipationstheoretischem Gesichtspunkt ist das Marx'sche Denken jedoch nicht auf die Produktivkraftentwicklung als vermeintlichen Selbstzweck ausgerichtet, sondern eben speziell auf die Bedingung der Möglichkeit einer vollen und freien Selbstentfaltung des Individuums in der Gesellschaft. Die entwickelten Produktivkräfte, diese unverzichtbare Grundlage der sozialistischen Gesellschaft, ermöglichen also zweierlei. Einerseits die Entfaltung des Reichtums. Marx stellt in den Grundrissen die rhetorische Frage, wenn, Zitat, die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum dann anderes als die Universalität der Bedürfnisse, der Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte der Individuen? Und andererseits ermöglichen die entwickelten Produktivkräfte eine Ausdehnung der Disposable Time für die unmittelbaren Produzenten, das heißt des Zeitvolumens, der ihnen zu erfüllender kreativer Tätigkeit zur Verfügung steht. Okay, bevor wir zur Diskussion übergehen, wollte ich noch einen weiteren Gedanken nur ganz kurz anreißen, den ich hier nicht ausführen kann, weil das sehr auf den Problemkreis des Staatsverständnisses gehen würde. Und das ist ein Thema, was es verdient, für sich behandelt zu werden. Ne? Das kann nicht hier im Rahmen dieses Vortrags zur Emanzipationstheorie allein behandelt werden. Aber als ergänzenden Punkt wollte ich das zumindest kurz andeuten. Wie soll nach Marx dieser revolutionäre Prozess in die Wege geleitet werden? Für ihn stand fest, dass die Befreiung der Arbeiterklasse das autonome Werk der Arbeiterklasse selbst sein muss. Für Marx wie für Engels war klar, ich zitiere, wir können nicht zusammengehen mit Leuten, die es offen aussprechen, dass die Arbeiter zu ungebildet sind, sich selbst zu befreien und erst von oben herab befreit werden müssen. Zitat Ende. Marx war, das kann man ruhig behaupten, ein prototypischer Vertreter eines politischen Modells, das der amerikanische Sozialist und Marx-Forscher Hall Draper später als Sozialismus von unten bezeichnen sollte. Trotzdem hielt sich der späte Marx nicht nur mit Blick auf die sozialistische Zukunftsgesellschaft, sondern auch bezüglich des revolutionären Umwandlungsprozesses gern mit allzu detaillierten Beschreibungen zurück. So formulierte er in einem Brief an den niederländischen Sozialisten Neuenhaus, die doktrinäre und notwendig fantastische Antizipation des Aktionsprogramms einer Revolution der Zukunft leitet nur ab vom gegenwärtigen Kampf. Zitat Ende. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass beim späten Marx eine Art anti-etatistisches Moment berücksichtigt werden kann, zumindest wenn er an die politische Form des sozialen Emanzipationsprozesses denkt. Die Pariser Kommune wurde bekanntlich von Marx verteidigt, obwohl er sich im Nachhinein keine Illusionen über sie machte. Sie war, so betont Marx, durchaus mit großer Sympathie, Zitat, nicht eine Revolution gegen diese oder jene Form der Staatsmacht. Die Kommune war eine Revolution gegen den Staat selbst, gegen diese übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft. Sie war eine Rücknahme des eigenen gesellschaftlichen Lebens des Volkes durch das Volk und für das Volk. Zitat Ende. Es ist vielleicht überspitzt und provokativ, wenn der französische Marxologe und Rätekommunist Maximilien Rubel den Autor der Kritik der politischen Ökonomie als Theoretiker des Anarchismus bezeichnet, aber er liegt sachlich zumindest nicht grundfalsch damit. Allerdings hat Marx keine mit seiner systematisch ausgeführten Analyse des Kapitals vergleichbare Staatsanalyse hinterlassen. Das vierte Buch seines konzipierten Hauptwerks, ne, denkt an den Sechs-Bücher-Plan, was er Ende der 1850er Jahre konzipierte, sollte vom bürgerlichen Staat und dessen ökonomischer Rolle handeln. Doch bekanntlich blieb dieses Buch ungeschrieben. Trotz der Marx'schen Sympathie mit einer Revolution gegen den Staat selbst, gegen diese übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft, wie er schreibt, hegten dagegen führende Protagonisten der frühen deutschen Sozialdemokratie ein ganz anderes Staatsverständnis, beziehungsweise ein dezidiert etatistisches Sozialismuskonzept.
Beispielsweise propagierte Wilhelm Liebknecht im Jahr 1878 offen einen Staatssozialismus der Sozialdemokratie und forderte zwar die, Zitat Liebknecht, Beseitigung des Klassenstaats, zugleich aber die Errichtung des freien Volksstaates. Marx selbst blieb höchst kritisch gegenüber, Zitat Marx, dem Liebknechtschen Volksstaat, der Blödsinn ist. Trotzdem trug die Volksstaatsidee der frühen Sozialdemokratie beinahe programmatischen Charakter. So hieß beispielsweise ein von 1869 bis 1876 erschienenes Publikationsorgan der deutschen Sozialdemokratie sogar den Namen der Volksstaat. Damit wollte ich abschließend nur noch kurz eine weitere Facette eben zur politischen Form dieses von Marx skizzierten Emanzipationsprozesses andeuten. Und das sind die Thesen, wie ich sie hier zur Diskussion stellen möchte, und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.